Track is green, just be careful. Copy, 2.11 laps. Just for your information, car feels quite good. Grip level better than yesterday. So start the engine. And Max, release when clear. Release when clear. So, wir haben ja mit der 13 eine ganz gute Position, aber ein starkes Starterfeld. Wie sieht's aus? Was meinst du? Ja, du, ich glaube, das war ein wirklich solides Qualifying gewesen. Erstmal, dass wir uns überhaupt für das Top 30 qualifiziert haben, war richtig gut. Waren in beiden Quali-Sessions 8er kombiniert. Im Top 30 waren wir dann 13er, aber es ist ganz eng, wenn du eine Sekunde schneller fährst, bist du in den Top 10. Das zeigt, wir haben das Paket, um ein richtig gutes Ergebnis hier zu fahren. Okay. Und das ist eigentlich für mich die Basis, ja, in so ein Rennen zu gehen. Klasse. Ja, dann bleibt mir nur noch, euch viel Erfolg zu wünschen. Das 24-Stunden-Rennen ist für mich dieses Jahr Vater- und Sohn-Ausflug. Es ist halt einfach schön. Wir haben eine Gruppe, die kommen aus ganz verschiedenen Gegenden. Wir treffen uns jedes Jahr hier und das finde ich mit das Besondere. Box now. Crew 2 minutes. Für mich ist das Besondere, dass man keine andere Rennserie hat, wo man so nah am Erlebnis dran ist. Expecting the rain, be careful, some more app complaining, end of the lap. Have a bad feeling from the steering? Understood, mate, understood. We box, we're ready for you. So guys, fuel first, then check steering, check tow. I can maybe see like 15, 20 meters. Okay, red flag. It's been red flagged. So you come into pit lane, red flag procedures. Clear. Das große Ziel war anzukommen, das haben wir erreicht. Leider mit einer kleinen Reparaturpause unverschuldet. Dadurch sind wir von einem fünften, sechsten Platz sehr weit zurückgefahren, uns vorgekämpft auf 21. Aber gerade im Regen hat man gezeigt, dass das Auto oftmals das schnellste Auto im Feld war, aber immer eigentlich zwischen den Top 3, Top 4 war. Und da ist ein bisschen Memo natürlich dabei, aber ich bin super stolz auf die Truppe, auf alle im Team, auch auf die Fahrer, haben einen klasse Job gemacht. Und, ja, war trotzdem ein tolles Rennen.